Aja Jagta es, die Würfel sind gefallen. Der Deutsche Bundestag wird kleiner. Mit den Stimmen der Ampelkoalition gab es nämlich das Parlament grünes Licht für die dringend benötigte Wahlrechtsreform. Das Gesetz sieht vor, dass die Zahl der Abgeordneten künftig auf 630 begrenzt wird. Dazu soll die Zweitstimme künftig das Maß aller Dinge sein, zulasten der Erststimme. CSU und Linkspartei sind strikt dagegen, denn für beide Parteien war das Direktmandat bisher der Schlüssel zum Parlament. Der aufgeblähte Bundestag muss schrumpfen. Darüber herrscht über die Parteien hinweg Einigkeit, nicht aber über das Wie. Die Ampel beschließt trotz massiver Widerstände aus der Opposition ihre Wahlrechtsreform. Die Regierungsparteien sind zufrieden. Und der Deutsche Bundestag, er zeigt heute, dass er bei Reformen nicht nur den Menschen in diesem Land etwas abverlangt, sondern dass er auch in der Lage ist, sich selbst zu reformieren. Und deswegen ist der heutige Tag auch ein Zeichen für die Reformfähigkeit unseres Landes insgesamt. Wir gehen heute mit gutem Beispiel voran. Große Empörung dagegen bei Union und Linken. Sie trifft die Wahlrechtsreform besonders hart. Die Linke scheiterte bei der letzten Wahl an der 5%-Hürde, säße ohne die Grundmandatsklausel nicht mehr im Bundestag. Der entscheidende Grundpfeiler der parlamentarischen Demokratie ist logischerweise das Wahlrecht, was Sie heute vorlegen, ist der größte Anschlag, den es auf diesen Grundpfeiler gab seit Jahrzehnten. Ich kann Ihnen nur sagen, ich wünsche Ihnen politisch alles erdenklich Schlechte. Wir werden uns in Karlsruhe sehen. Vielen Dank. Der Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten trifft vor allem die Union. Die Pläne der Ampel hält sie für eine Ungeheuerlichkeit. Was wir hier heute erleben, das ist keine Reform. Das ist ein Akt der Respektlosigkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern, gegenüber der Opposition und gegenüber der Demokratie an sich. Nach der nächsten Wahl muss im Reichstag wohl also kräftig umgebaut werden. Sowohl die Linke als auch die Union halten das neue Wahlrecht aber für verfassungswidrig. Sie wollen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.